Und aus den Kleinen, die wir eben gesehen haben, werden solche Kavenzmänner. Ja. Na, dann gehen wir doch auch hier mal rein. Also am besten gehen wir mal rein. Ja. Diese Putenhähne sind 18 Wochen alt, werden noch weitere 2 Wochen gemästet und dann geschlachtet. Mitten im Stall steht ein großer Strohballen und darauf sitzt wohl der Vorstand. Ja, das sind schon die nominanten Puten, die sich die Plätze aussuchen können. Aber wir haben halt auch für die schwächeren Tiere Rückzugsmöglichkeiten. Wir haben so klappbare Bretter an den Wänden jetzt, wo halt Tiere auch draufspringen. Aber die Schwächeren setzen sich auch schon mal unten drunter. Da können sie sich so ein bisschen zurückziehen. Und der Strohballen ist halt auch nicht nur dazu da, dass die Tiere da halt draufhüpfen. Das wird sehr gern genutzt, aber man sieht auch, der ist total abgefressen an den Rändern. Also sie picken auch ganz gern dran rum. Sie haben auch gerne an dir rumgepickt. Ich glaube, einen besonderen Fan hattest du in dem Stall. Mhm. Der hat uns die ganze Runde verfolgt. Passiert das öfter, dass sie so aufdringlich werden? Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, die Hähne sind schon als Küken aufdringlicher als ihre weiblichen Kollegen. Und bei den großen erwachsenen Tieren ist es einfach so ein Imponiergehabe. Ne? Die trällern ja auch die ganze Zeit und meinen, sie sind da der Chef. Ne, und wer da rein will, der muss sich erst mal vorstellen. Ja, aber so ganz ohne ist das nicht, wenn man von so einem eine Gewicht kriegt, ne? Nein, das ist nicht so ohne. Die springen einen auch schon mal mit den Füßen voran an. Also alleine, wenn man nicht mehr ganz gut zu Fuß ist, muss man da nicht durchgehen. Ne, das ist schon nicht ohne, ne, so ein 20-Kilo-Tier, wenn einen das anspringt. Ja, aber im Grunde freut uns das, weil das zeigt, dass das Tier gesund ist und sich wohlfühlt. Sonst würde es sich so nicht verhalten. Eine schicke Schaukel gibt es auch noch im Stall. Ja, die Schaukel ist dazu da, um die Tiere zu wiegen. Die ist am Stallcomputer angeschlossen und errechnet anhand der Wachstumswoche, wie viele Tiere im Prinzip jetzt gerade auf der Schaukel sitzen müssen. So hat man halt auch eine gute Kontrolle, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist. Wenn sie halt nach Plan zunehmen, haben wir alles richtig gemacht. Abgetrennt in einer Ecke finden wir auch das Krankenabteil. Da kommen die Tiere rein, die ein bisschen schwächer sind, die humpeln oder auch Hennen, die wir da finden. Wir haben immer noch bis zu 3% Fehlsortierung, das kann man halt nicht ganz vermeiden. Und die Hennen, die sind ein bisschen kleiner, die würden auch nur malträtiert werden von den größeren Tieren im Moment. Deswegen muss man die einfach trennen. Und im Krankenabteil sind halt vielleicht 20 Tiere, da kann denen einfach nichts passieren. Ein Thema, das kommen wir nicht rum. Mhm. Bei den Puten, ich lese immer, Pute ist gleich Antibiotika. Wo ist denn der Medikamentendosierer gewesen in dem Stall? Wenn nötig, werden Medikamente über das Trinkwasser dazu sortiert, aber halt auch nur nach Verschreibung des Tierarztes. Der kommt einmal die Woche, der kommt immer einmal die Woche, macht einen Bestandsbesuch. Der wird von uns auch für seinen Besuch bezahlt und nicht über den Medikamentenverkauf. Und wir haben auch schon, da wir hier wenig Geflügelhaltung in der Umgebung haben, die Chance genutzt und auch mal Durchgänge ohne Antibiotika großgezogen. Das klappt aber halt auch nicht immer. Wenn man halt nun irgendeinen Infekt in der Herde drin hat, dann muss der auch behandelt werden. Alles andere wäre Tierschutz aus Tierschutzgesichtspunkten nicht zu verantworten. Habe ich noch 2 Fragen zu. Ihr habt ja Außenklimastelle. Mhm. Ist das, was Krankheitserreger angeht, ein besonderes Risiko? Oder wenn man richtig Zug im Stall ist, erkälten sich alle Puten? Also wir haben ja Temperaturfühler überall hängen. Und achten, wie gesagt, auch auf Bodenfeuchtigkeit. Von daher versuchen wir das eigentlich schon möglichst einzugrenzen. Wo wir auch darauf achten, ist, wir säuern das Trinkwasser an. Das heißt, wir setzen dem Trinkwasser Futtersäuren zu.
was den Keimgehalt im Wasser einfach reduziert. Nichtsdestotrotz haben die Offenställe für die Puten letztlich mehr Vorteile als Nachteile für die Gesundheit. Und Medikamentengabe übers Trinkwasser klingt erstmal einfach. Wäre eine Einzeltierbehandlung eigentlich möglich? In einem Geflügelbestand ist das sehr schwierig, weil man kann ja nicht, man sieht häufig, wenn ein Durchfall da ist, sieht man halt nur den flüssigen Kot und weiß ja nicht, welches Tier das da abgelegt hat. Die Tiere wirken ja auch nicht sofort krank. Das dauert einfach eine Weile. Nur dann ist es eigentlich nicht, man möchte ja doch frühzeitig eingreifen. Ne? Und wenn man dann halt auch sieht, dass man halt mehrere Durchfall oder dünne Stuhlabsonderungen da hat, muss man eigentlich schon reagieren. Und man kann eigentlich nicht erkennen von vornherein, welches Tier das jetzt abgelegt hat. Von daher kommt man eigentlich um diese Herdenbehandlung nicht drum rum. Also man kann nicht wie bei den Schweinen da einen bunten Markierungsstrich auf dem Rücken machen, dann würden die anderen Tiere halt kommen, was hast du denn da? Und würden picken und machen und tun, bis das Tier da bluten würde. Das ist einfach ein natürliches Erkundungsverhalten. Man sieht es ja, die picken alles an, was fremd ist. Man könnte auch einen grünen Punkt aufs Gefieder malen, der würde genauso bepickt werden. Und wenn es dann einmal blutet, ist es noch mal interessanter. Deswegen ist das eigentlich nicht möglich. Die Tiere, die wir aufziehen, haben halt einen behandelten Schnabel, um durch halt bei diesem Picken, was auch wie gesagt natürlich ein Ursprungs ist, halt grobe Verletzungen zu vermeiden. Und diese Schnabelbehandlung vollzieht sich heute direkt in der Brüterei. Das passiert so, dass das Küken einen Lichtimpuls auf die obere Schnabelspitze gesetzt bekommt mit Infrarot. Dabei werden Blutgefäße und Nervenenden verödet. Das führt dazu, dass sich die Spitze nicht vollständig ausbildet. Man kann das auch bei den älteren Tieren sehen, dass halt der Oberschnabel etwas kürzer ist als der Unterschnabel. Die würden sonst so einen Widerhaken ausbilden, der gerade bei den erwachsenen Tieren, wenn die sich dann auch mal am Hals packen, bei Randordnungskämpfen, doch zu wüsten Verletzungen führen würde. Deswegen behandelt man die Schnäbel der kleinen Puten aus Tierschutzgründen. Man versucht zu ergründen, was man machen kann, Beschäftigungsmaterial etc. pp., um das zu verbessern, aber das ist aus unserer Sicht noch nicht ausgegoren. Die Tiere haben ja auch so ein Imponiergehabe später, also ich bin heute auch bepickt worden und das tut auch mit einem behandelten Schnabel weh. Ich möchte nicht wissen, wie das wäre, wenn dieser Schnabel noch komplett ausgebildet gewesen wäre. Und zu guter Letzt noch die Frage, wie sieht eigentlich der Markt aus bei den Puten? In Deutschland ist der Selbstversorgungsgrad am Putenfleisch bei unter 80%. Also das, was hier am Putenfleisch gegessen wird, wird noch nicht mal hier erzeugt. Und von dem, was hier geschlachtet wird, wird noch nicht mal alles hier großgezogen und gemästet. Es werden halt auch lebende Tiere aus Frankreich und Polen noch hergeholt und in Deutschland geschlachtet. Nichtsdestotrotz werden trotzdem bestimmte Teile exportiert, wie Hoden zum Beispiel, die hier nicht gegessen werden. Wir waren mal in einem Zerlegebetrieb, mein Mann und ich, und haben uns gewundert, was sind das für Dinger in diesen Schüsseln, die aussehen wie dicke weiße Bohnen. Da haben wir uns erklärt, das seien die Putenhoden. Die gingen in den Export. Ja, wo gehen die hin? Nach Israel.